Die Industriechefs und zahlreiche Länder schlagen jetzt für nächstes Jahr richtig Alarm, denn die EU droht ja jetzt ab 2025 mit saftigen Strafzahlungen, zum Beispiel bei den Automobilkonzernen, wenn die CO2-Flottengrenzwerte nicht eingehalten werden. Und so hat jetzt gerade neben Polen auch andere Länder, wie zum Beispiel hier Österreich, Bulgarien, Tschechien, Rumänien, Slowakei einen Brief an die EU unterzeichnet, dass eben genau diese Strafen die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft einschränkt. Doch einer hat hier nicht unterzeichnet, Robert Habeck. Und somit sehen wir halt eben neben der Automobilindustrie einfach immer mehr andere Zuliefererbetriebe, wie zum Beispiel auch ThyssenKrupp, vor dem Aus. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses ganze grüne Märchen wird nicht funktionieren. Das heißt, wir sehen den Niedergang von historischen Konglomeraten auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Aufstieg anderer Konglomerate wie Tesla. Und ich mache dazu jetzt mal eine intensive Analyse und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, wir haben ja jetzt bald den 1. Dezember und ich nutze immer den letzten Monat des Jahres, um intensiv über meine Entscheidungen des nächsten Jahres nachzudenken. Wo investiere ich mein Geld? Wo deinvestiere ich mein Geld? Was sind die Trends der Zukunft und so weiter? Und genau das möchte ich heute mal einfach mit euch teilen. Ihr könnt also an meinem Gedankenprozess einfach teilhaben. Das, was euch zusagt, vielleicht bei euch mit aufnehmen. Das, wo ihr denkt, das sehe ich anders, einfach ablehnen. Wie immer, freie Meinungsäußerung gilt natürlich auch bei uns. Und ja, was ist denn Habecks Vorschlag gewesen? Er hat nicht etwa gesagt, nein, okay, wir sollten hier Druck auf die EU machen, weil unsere Industrie und unsere Automobilproduktion schafft es aktuell nicht, unter anderem aufgrund der hohen eben Energiepreise und so. Nein, er hat einfach gesagt, na ja, dann können die ja einfach ihre Strafzahlungen durch Übererfüllung der CO2-Quoten in den darauffolgenden Jahren miteinander verrechnen und das Problem ist erledigt. Dass das in der Praxis aber natürlich nicht funktioniert, sieht man jetzt mal ganz wie schön wieder an einem von Habecks Lieblingsprojekten, nämlich an ThyssenKrupp. Denn dieses Unternehmen wird ja seine Stellen bis 2030 von 27.000 auf 16.000 verringern. Der Standort Kreuztal-Eching, ja, der wird komplett geschlossen. Es wird 22% weniger Stahl produziert werden und es werden halt ganz viele Beschäftigte entlassen und die Garantie, ne, diese Beschäftigungsgarantie, die hält nur noch bis 2026. Da kann das hier, was ein Marcel Fratscher dazu sagt, nur noch wie blanker Hohn klingen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass trotz eines gewissen Maßes an Deindustrialisierung und Gesundschrumpfung, vielleicht ist das der richtige Begriff, Gesundschrumpf. Genau, Gesundschrumpfung. Wann hat sich eine Wirtschaft eigentlich jemals gesund geschrumpft? Also das ist wirklich unfassbar. Und wir haben jetzt hier gerade für ThyssenKrupp drei Faktoren, die massive Problematik bedeuten. Erstens, die bereits jetzt viel zu hohen Energiekosten in Deutschland aufgrund der völlig verpeilten Energiewende. Das macht es ihnen halt schwer, am internationalen Wettbewerb teilzunehmen und wettbewerbsfähig Stahl zu produzieren. Gleichzeitig die Krise der Automobilindustrie in Deutschland, die ja eine verringerte Nachfrage bei ThyssenKrupp bedeutet. Und jetzt kommt auch noch der Punkt dazu mit den eigenen Grenzwerten und so, die man einhalten soll und den ganzen grünen Wasserstoff. Stellt euch das Ganze einfach mal vor, wie so eine alte Dampflokomotive, wo man früher vorne dann in diesen riesigen Ofen da so Kohle reingeworfen hat. Und ab jetzt soll das in Zukunft für die Stahlproduktion eben nicht mehr Kohle sein, sondern eben sauberer Wasserstoff. Das Problem ist, dass dadurch das Ganze eben noch teurer wird, weil diesen grünen, sauberen Wasserstoff musst du ja erstmal entweder reinholen ins Land, also einkaufen, oder aber selbst produzieren und dafür brauchst du ja wieder noch viel mehr Energie. Alle wissen, dass grüner Wasserstoff nicht wettbewerbsfähig ist, außer Habeck und außer scheinbar der CEO von ThyssenKrupp, der Senior Lopez, der einfach so tut, als würde alles mehr oder weniger noch gut laufen. Und weil er so
meiner Meinung nach größenwahnsinnig fast ist mittlerweile, ist ja auch der CEO der Stahlsparte von ThyssenKrupp neulich zurückgetreten. Ja, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Der Boss von ThyssenKrupp hat mehr oder weniger als Antwort auf die Frage, wie sich das mit den Gewinnen und so entwickelt in Zukunft, gesagt, das ist eine Aufgabe für Historiker. Also in so ein Unternehmen im aktuellen Zeitpunkt zu investieren, das ist eigentlich wirklich komplett geisteskrank, wenn ihr mich fragt. Und deshalb sieht man hier auch mal als kleinen Vergleich jetzt einerseits den Abstieg eines Konglomerats, nämlich ThyssenKrupp, und den Aufstieg eines anderen Konglomerats, nämlich Tesla. Ja, die haben nämlich dieses Jahr 40% Rendite an der Börse gemacht, während jetzt ThyssenKrupp genau 40% verloren hat. Und jetzt konzentrieren wir uns mal auf Tesla. Die werden nämlich nicht nur, weil sie es selber hinkriegen und gut können, sondern weil natürlich auch die ganz genau wissen, naja, die EU sanktioniert jetzt auch noch die ganzen anderen Autokonzerne, die ja nicht ein 100% Elektroangebot haben wie Tesla. Und das bedeutet, dass Tesla natürlich umso mehr davon profitieren wird, weil sie diese ganzen Strafzölle natürlich, also nicht Zölle, sondern diese Strafzahlungen für die CO2-Werte nicht haben. Ne? Und gleichzeitig ist es auch spannend, wenn man sich Tesla mal anschaut, die sind mittlerweile gar kein Autokonzern mehr, sondern die sind tatsächlich mittlerweile eine Art Industriekonglomerat geworden. Was meine ich damit? Schauen wir uns dazu einfach mal die aktuellen Zahlen von Tesla an. Ich hatte ja auch neulich vor der Trump-Wahl gesagt, Tesla könnte nach der Trump-Wahl richtig krass ansteigen. Und wir sehen jetzt hier, dass die Jahresumsätze von Tesla im dritten Quartal nur 2% gestiegen sind. Da werdet ihr jetzt vielleicht sagen, naja, das ist ja immerhin keine Schrumpfung, ja, aber ist jetzt auch nicht unbedingt richtig gut, ne? Nun schaut mal hier, das sind nur die Automobilumsätze. Gleichzeitig haben sie aber hier im Energiegeschäft, ja richtig, Tesla ist ein Energieunternehmen, 52% mehr Umsatz erzielt. Das heißt, die sind jetzt bei 2,3 Milliarden Umsatz allein in den letzten 3 Monaten. Und in ihren Services and Revenue, also Services und Software-Sparte, wo sie Versicherungen beispielsweise verkaufen an die Autokäufer, die halt Teslas haben, aber auch ihre Service-Pakete, Autopilot und so weiter, dort sind sie ebenfalls um 30% gestiegen. Ne? Das heißt, Tesla ist mittlerweile eine Art Mobilitäts-, Energie-, Robotik-, KI-Unternehmen, überall in all den ganzen Trend- und Wachstumsmärkten mit dabei. Und dieses starke Wachstum in dem Energiegeschäft und auch in dem Services-Geschäft hat insgesamt den Umsatz eben nicht um 2% steigen lassen, sondern mittlerweile schon um 8%, was man hier sieht. Gleichzeitig hat Tesla es sogar geschafft, die Kosten hier zu senken und hat ein deutlich besseres Ergebnis erzielt, als jetzt der Markt vorher auch antizipiert hat. Deswegen ist eben auch die Aktie schon so stark angestiegen. Man sieht jetzt hier unten, wenn wir uns kurz mal anschauen, Gewinn pro Aktie hier einfach um 17% gestiegen im letzten Jahr. Das heißt, Tesla ist ein Unternehmen, das könnte man sich durchaus nochmal anschauen. Ich glaube, ich meine, die sind zwar jetzt schon sehr stark gestiegen, aber wenn ich mir die Zukunftstrends anschaue und ich sehe, Tesla ist überall dabei und ich sehe auch, wenn es ein Unternehmen schafft, zukunftsfähige und vor allem günstige Roboter herzustellen für den alltäglichen Gebrauch, dann wird, glaube ich, Tesla da ganz vorne mit dabei sein. Aber natürlich ist eben die Investition in so ein einzelnes Unternehmen wie Tesla immer mit Risiken verbunden. Auch Tesla kann beispielsweise, das hat man im Verlauf der Jahre immer mal wieder gesehen, deutliche Kurseinbußen haben. Wenn wir jetzt einfach mal zum Beispiel uns in die letzten 5 Jahre bei Tesla reinbegeben, schaut mal, da sehen wir jetzt hier den starken Anzug nach Covid, ne? Auf einen Aktienkurs von ja bis zu 300, ich glaube knapp unter 400 irgendwann, ja. Und dann aber ging es erstmal ordentlich bergab bis 2023. Da war die Aktie gerade mal bei 100 und jetzt ist sie wieder richtig stark angezogen. Gut, langfristig sieht der Aktienkurs natürlich ganz anders aus, ja. Glückwunsch an alle, die schon hier seit hier dabei sind, ne? Aber man muss sagen, das waren eben auch die sehr, sehr, sehr harten Jahre von Tesla, wo sie mehrmals eben auch kurz vor der Insolvenz waren. Und so ist es eben immer an der Börse, wer
mehr Risiken eingeht, also in Unternehmen investiert, wie zum Beispiel jetzt ThyssenKrupp. Also ich will gar nicht sagen, dass ThyssenKrupp es nicht schafft, aber es ist natürlich mit massiven Risiken jetzt verbunden und genau deswegen ist auch die ThyssenKrupp-Aktie so stark gefallen. Wer jetzt keine Lust hat, solche Analysen zu machen, der nimmt natürlich ganz klar, ganz normal wieder einen klassischen ETF im Angebot. Ja, also ich persönlich, ich nehme zum Beispiel immer, wo ich regelmäßig Geld einzahle, den All Country World ETF, weil der einfach über 3000 verschiedene Aktien mit inkludiert hat. Ich sage immer, der ganz einfache Unterschied, wenn du nicht weißt, was ist eine Aktie und was ist ein ETF, dann stellst du dir einfach Folgendes vor. Eine Aktie ist eine einzelne Blume, wie also zum Beispiel eine Tulpe oder eine Rose oder so. Und ein ETF ist nichts anderes als ein Gummiband, was einen Blumenstrauß zusammenhält. Das heißt, wenn du ein ETF hast, dann hast du eben einen großen Blumenstrauß und überall mit einzelnen Aktien. Du besitzt aber selbst, und das ist das, was immer auch verwirrend ist, wenn man das noch nicht irgendwie kennt oder wenn man nicht ganz reinsteigt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein ETF habe, nehmen wir jetzt mal hier ganz kurz den All Country World ETF, ja, von Vanguard ist der. Und wenn ich jetzt den habe in meinem Depot, ne, dann ist immer die Frage, habe ich da tatsächlich diese Unternehmensanteile oder ist das einfach nur so ein kryptisches Finanzprodukt, ETF, Exchange Traded Funds und so weiter? Du hast tatsächlich, genau wie bei einer Aktie, ein verbrieftes Recht auf den jeweiligen Unternehmensanteil. Das heißt, du hast genau wie bei einem Aktieninvestment auch tatsächlich die Aktie hier in deinem Besitz. Ganz anders beispielsweise wie bei einem Zertifikat. Ein Zertifikat ist wieder was ganz anderes und genau deshalb sollte man sich beim Investieren auch ruhig immer ein bisschen Zeit lassen. Man kann sich zum Beispiel mal ein Buch kaufen, wie Souverän investieren von Gerd Kommer. Ist ein wunderbares ETF-Buch mit den ganz guten Basics erklärt, damit man eben das Verständnis hat und weiß, worin investiere ich eigentlich mein Geld. Ja, das war jetzt ebenfalls eine Analyse mal kurz, ein Konglomerat wie ThyssenKrupp gegenübergestellt zum Konglomerat der Zukunft, Tesla. Ich glaube, Tesla wird doch deutlich bis 2030 ansteigen im Kurs. Und ja, mich würde interessieren, zu welchen Aktien wollt ihr eigentlich dieses, aber vor allem auch nächstes Jahr mal einzelne Analysen machen? Ich werde wieder nächstes Jahr so ein bisschen einzelne Unternehmen mal aufschnappen und analysieren. Natürlich auch politische Investments immer mal wieder machen, wie neulich bei der Wahl, wo es um Trump und so weiter ging. Aber ansonsten auch zu einzelnen Unternehmen ab und zu mal Analysen machen. Also wenn ihr da Vorschläge habt, haut sie mir gerne hier unten rein. Und falls ihr noch keinen Broker, falls ihr noch gar keine Aktien und so weiter gekauft habt, schaut auch mal unten drunter meine Empfehlung für Privatanleger Freedom 24. Hier habt ihr nämlich nach wie vor gerade bis 31.12. zusätzlich noch einen Deposit-Bonus. Wenn ihr dort Geld einzahlt, kriegt ihr hier eine Auswahl von verschiedenen Aktien. Und auch das, ja, sind echte Aktien in euer Depot verlost. Ja. Und ich habe zum Beispiel damals hier die Deutsche Börse-Aktie noch mit reinbekommen. Ist auch ein super Unternehmen, wenn ihr mich fragt, könnte ich auch noch mal näher analysieren. Man könnte zum Beispiel auch nächstes Jahr mal so eine kleine Investmentreihe machen. Welche deutschen Unternehmen sind eigentlich richtig gut für die Zukunft gerüstet? Das ist ja auch mal spannend, ne? Wenn man jetzt sich mal anschaut, es gibt ja die einzelnen Deutsche Börse, Deutsche Bank, beispielsweise Mercedes-Benz Group, Fresenius, Deutsche Lufthansa. Ne, sind natürlich viele deutsche Unternehmen hier auch dabei. Eine Siemens, eine Infineon. Infineon beispielsweise war meine erste Aktie damals, die ich überhaupt gekauft habe 2009. Damals für 46 Cent. Schaut mal, steht jetzt bei $30 hier. Leider habe ich sie viel zu früh wieder verkauft. Den Fehler macht auch jeder Investor irgendwann in seinem Leben mal. Dann gibt es Adidas, Deutsche Telekom, Bayerische Motorenwerke, also BMW, ne? Da könnte man auch mal gucken, welche deutschen Unternehmen sind eigentlich spannend für die Zukunft, welche werden es richtig gut in die Zukunft schaffen, da wird es einige geben, aber bei welchen ist eben auch Vorsicht geboten. Das werde ich auf jeden Fall 2025 hier nach wie vor auf dem Kanal machen und ansonsten bis zum nächsten Video.